kannst du was sagen. Ja, jetzt habe ich gerade was gelesen. Felix Conradin. Tipps, wie man aussteigen kann. Das Buch, das heißt das mit Strategie. Erzähl mal, wie das ist mit dem Aussteigen. Ja, man kann aussteigen oder einsteigen. Gute Idee. Kommt darauf an, woraus man aussteigen will. Aus der Berufswelt, ja, da bin ich ausgestiegen. Ja, ja, das ist ja. Ich habe die Schnauze voll gehabt. Aber hab die Schnauze voll. Nee, das mache ich nicht. Ja, mir ist es genauso gegangen. Ich bin auch ausgestiegen aus der Berufswelt. Ja, das mit Mobbing. Mit Mobbing war mir zu viel. Und es geht um seine Mitmenschen konkurrieren. Die Schikane. Ja, und es geht um seine Mitmenschen konkurrieren. Und man hat einen Chef, der Macht über ihn hat und die er ausnutzt. Und dann ist es auch wenig Geld und dann muss man früh immer aufstehen und sich da abquälen. Oder die Schichtarbeiten sind auch immer so scheiße. Ist, nee. Arbeit ist so scheiße. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was es so gibt. So schlimm. Gerade wenn man in drei Schichten arbeiten muss. Erstmal in der Früh, dann, dann nachmittags bis abends und dann in der Nacht. Und da kommst du immer aus dem Gleichgewicht und da kannst du nie richtig durchschlafen. Weil du immer wieder aufstehen musst zum Arbeiten und zum Arbeiter gehen musst und du kannst nie richtig relaxen oder mal sagen, jetzt bleibe ich mal liegen oder ruhe mich aus. Ja. Das ist halt natürlich schlecht. Ja. Aber ich finde es gut, jetzt kannst du nachliegen und kannst dein Buch in aller Ruhe lesen. Deine Bücher, meinst du? Oder deine Bücher. Dich aufsagen. Galerie, genau. Du könntest mir Filme und ich könnte Gedicht aussagen. Mein Gedicht. Also. Komm mal auf. Wo haben wir es denn? Ich muss ich bloß schnell kurz blättern. Der heilige Musiker. Der heilige Müßiggang von Jürgen Braun. O Müßiggang, du Edler, nie mehr würde ich dich verraten. Niemals wieder in des Fleißes Wut geraten. Nicht für Karriere, nicht für Geld. Du bist mir das Wichtigste auf der Welt. Sollen andere schuften und erstreben, Muse, du Schatz, mit dir möchte ich leben. Ich lass mich von dir treiben und von dir tragen. Warum will niemand mehr Faulheit wagen? Fleiß heißt Kampfeseifer und auch Streit. Burnout, Mobbing beim Arbeiten nicht weit. Harmoniebedürftig nehme ich lieber ein Buch und setze mich nieder. Gehe in den Wald meditieren oder spazieren. Singe Lieder, lass mir ein Bier servieren. Setz mich vor ein Lagerfeuer und erzähle Geschichten. Wer will es verbieten, will mich richten. Die Arbeitswütigen fällen Bäume graben um. Mit den Rohstoffen der Erde ist eh bald rum. Autos, Flieger und Fabriken, das Klima ändert sich. Doch der Geldscheffler sagt, was kümmert's mich? Süße Ruhe, in dir endet des Menschen Arroganz. Sein selbstständiger Eingriff und Leistungsaffentanz. Du Gemächlicher gibst dem göttlichen Willen Raum. Ich bin der Ast, du bist mein Baum. Wow, super, ich würde jetzt klatschen, wenn ich nicht die Kamera in der Hand hätte. Ja, super, Jürgen. Okay. Toll. Das war's. Okay, dann machen wir Schluss.